Hallo meine lieben Fußballfreunde, liebe Community und herzlich willkommen jetzt zu einem neuen React auf meinem Kanal. Ja, wir schauen von einem neuen Kanal ein Video, nämlich von Peyton. Peyton und auch Zoe hier direkt sind neu bei Villa der Liebe, mit Jonas Wuttke natürlich hier auch. So läuft es am Set wirklich ab, heißt das Video. Ein kleines Q&A habe ich mitbekommen, dass das heute hochgeladen wurde. Und ich finde gerade, weil jetzt bestimmt ja bald so, ich denke mal Mitte August so in etwa oder Anfang August Villa der Liebe, die zweite Staffel startet, so, haben wir so gedacht, ist dieses Video vielleicht doch echt interessant. Von daher mal gucken, was für Fragen die hier beantworten, was die so sagen, wie es am Set abläuft. Okay. Okay. Ich hab auch gegrinst, obwohl ich ja gar nicht zu sehen war. We could break up and then make up, I always come back to you. Gute Musik. Ja, heute gibt's ja wieder ein neues Video von mir und zwar diesmal mit Jonas und mit Zoe. Und wir sind gerade auf dem Villa der Liebe Dreh und ich dachte, ich suche mir hier mal die zwei coolsten aus und drehe mir den Video. Sagst du das bei jedem Video, dass du das? Marvin steht hinter der Kamera, er ist auch cool, er ist okay. Na, danke. Ja. Marvin spielt übrigens hier den... Wie nennt man das? Bachelor. Den Womanizer. Den Womanizer. Also das Set spielt. Womanizer. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Möchtest du dich einmal zeigen? Ja. Guck mal hier, so auf die Treppe, so ganz schick. Hi. Das T-Shirt ist so lustig. Ich habe auf Instagram gesagt, ihr sollt mir mal ein paar Fragen zu Villa der Liebe stellen. Und ja, die werden wir jetzt beantworten. Alle? Ja, natürlich direkt alle. Also, was auch sonst. Alle. Die erste Frage ist, wo dreht ihr? Portugal. Sind wir Zoe? Ich weiß es nicht. Sie in wurde Portugal. Einfach mitgenommen. So. Aber wo genau? Er sucht immer die Darsteller. Ja, in Portugal. In Portugal. Aber wo genau? Wir sind Portugal. Weiß ich auch nicht. Wir sind in der Nähe von Porto. Ja. Ja, aber irgendwo im Nirgendwo. Welchen Darsteller findest du am besten? Alle sind echt alle cool. Hey, was ist jetzt gemeint? Darsteller oder Figur? Darsteller. Ja, wir verstehen uns mit allen richtig gut hier. Ja. Es ist echt auch viel harmonischer, als ich gedacht habe. Ja. Es ist wirklich eine sehr nice Stimmung. So. Ja. Nein, aber ich hätte alle gedacht... bis auf ganz wenige Ausnahmen. Aber es ist halt einfach so, dass ich gedacht habe, dass ich mehr Grüppchen bilden und das gab es eigentlich gar nicht. Das gibt's hier wirklich null. Nee. Ja. Und das finde ich immer alles zusammen. Oder der ist mal bei dem, der ist mal bei dem, aber es ist nicht so, dass es wirklich so eine Gruppe gibt, die nie bei dem Rest sitzt. So, weißt du, ich meine, das ist cool. Ich muss ehrlich schon sagen, so bei den Formaten, das ist grundsätzlich, ich glaube, immer so, weil man und so viele Leute, die Bock haben, auch Content zu produzieren und eine nice Zeit zu haben, dass die Stimmung schon eigentlich immer sehr gut ist. So. Aber dieses Mal ist echt sehr krass. Bilden sich sonst im Normalfall Grüppchen? Da ist schon die ein oder andere, das kommt schon vor. Und das ist halt das Heftige, dass wirklich viele immer abends so wirklich richtig zusammensitzen. Wir sitzen immer alle zusammen eigentlich. Wir gehen auch immer alle zusammen in den Pool oder sonst irgendwas. So, das finde ich cool. Also wenn man alles so immer so zusammen macht, finde ich, ich finde sowas macht ja auch aus. Wenn man irgendwie was dreht, ich finde, das darf man jetzt ja auch nicht irgendwie mit der Realität vergleichen. Wisst ihr, was ich meine? In den Soaps ist es zwar auch so, dass die sich sehr gut miteinander verstehen, aber da sehe ich ja auch so gewisse Grüppchen, obwohl sich alle miteinander verstehen, aber das sind auch so mal vielleicht so Grüppchen oder so. Auch so im Privaten dann. Immer mehr so im Privaten. Und wenn da wirklich die alle gemeinsam dann immer so Aktionen machen, wenn sie eben nicht drehen, sowas ist cool, sowas ist toll für die Teamdynamik, Teamchemie, sowas macht doch so eine Zeit aus, finde ich. Ja. Und tagsüber guckt halt jeder immer so, wer wann was zu tun hat, und dass man es sich eigentlich so ein bisschen an, wenn man das so sagen kann. Ja, stimmt. Wie findest du die Location im Gegensatz zu den ganzen letzten Staffeln? Oder? Ich habe die letzte wieder gesehen und ich fand die schön, aber es kann sein, dass die ziemlich groß war. Also ja, das stimmt. Groß, so nicht mehr gut groß. Also die letzte Location war fast schon so ein Palast. Was haben wir noch gesagt? Also die Zimmer sind ein bisschen zu klein, weil man nicht mal seinen Koffer aufnehmen kann. Das geile letzte Staffel war zum Beispiel, man hatte wirklich so einen richtigen fetten Kleiderschrank für sich. Ich konnte seine unterschiedlichen Rollenoutfits da reinpacken. Das ist halt nice. Also das finde ich fehlt so ein bisschen hier, aber eigentlich da man halt keine Zeit in den Zimmern verbringt. Ja. Also ich weiß, ich war fast gar nicht im Zimmer. Wir wachen ja alle schon so um 8 auf und gehen um 6 schlafen. Also so viel Zeit verbringt man hier eigentlich nicht im Zimmer, deswegen stört es mich jetzt nicht. Es ist halt todesunordentlich, aber ich finde es nicht so schlimm. Gerade, bei mir. Bei euch ordentlich? Ist schon okay, aber auch nicht mehr so richtig. Aber eure Zimmer sind auch größer als unsere. Ja? Ja, die sind viel größer. Ja. Also die ist winzig. Also oben und auch hier sind alle größer als die unten. Da habe ich alles richtig gemacht.
Ja. Hast du eigentlich ausgedacht, dass Peyton und ich in einem Zimmer sind? War das ein Zufall oder habt ihr schon so gedacht, weil wir uns kennen? Oder wusstet ihr das überhaupt gar nicht? Nee, wir haben, glaube ich, einfach irgendwie so gedacht, das könnte. Haben nicht groß drüber nachgedacht. Ja. Ja. Ich finde es auf jeden Fall cool. Ja. Das ist das unordentlichste Zimmer. Die sprechen tatsächlich eigentlich kein Wort. Ja, mehr. Eigentlich hassen wir uns. Ich hasse uns komplett. Sofort so wegsetzen. Ich wurde gefragt, wann die erste Folge kommt, das musst du beantworten. Ich weiß nicht ganz genau. Mitte August. Bitte? Ja. August. Habe ich irgendwie schon auch. Mit wem versteht ihr euch dort am besten? Gibt es jetzt eigentlich sowas? Mit allen. Ich verstehe jetzt echt mit allen. Alle, wie also, gesagt, so ja. Alle zusammen, immer. Immer. Mhm. Also jetzt so gesagt, weil wir auch auf dem Zimmer sind, verbringen wir am meisten Zeit miteinander. Das stimmt. Prinzipiell schon. Eigentlich. Mhm. Obwohl, abends bist du immer weg. Sie ist immer weg, ich weiß nicht, sie geht einfach mal schlafen. Ne? Ja, aber sie ist echt viel weg. Ja, viel weg. Ja, letztens war ich in Portugal unterwegs. Ja, das war so ein Spaziergang wieder. Und wo wart ihr unterwegs? In Portugal. Ja, klar. Hast du das gesagt? Sagen die anderen aber auch immer. Ja. Ja, ja. Geil. Fragt jemand, wie lange... Ihr fragt jemand, wie lange wir pro Tag ungefähr drehen. Es gab ein bisschen unterschiedliche Tage. Ne? Heute war entspannt, aber weil es auch der letzte Tag war. Und sonst ist es halt echt lang. Es ist echt lang. Es ging also teilweise jetzt auch, weil die Dunkelszenen gehen hier erst so spät los. Wir können erst Dunkelszenen ab 22 Uhr drehen. Deswegen ging es teilweise schon bis 1 Uhr. Also ja. Also ich weiß, dass die Poolszene, die ich hatte, wo ich im... Warum musste ich da nochmal im Pool abends? Boah, es gab so viele Szenen. Ich weiß nicht. Abends war ich doch auch im Pool. Ja. Und da haben wir bis um 1 gedreht, glaube ich. Ja, das war doch da, wo ich dann auch noch hinterm Busch stand. Ah, beobachtet das, ne? Ja, genau. Ja. Also es ist schon sehr, sehr lang. Mhm. Ah, okay. Also wenn man jetzt schon so ein bisschen ableitet, wenn das so eine Szene ist, Peyton im Pool, irgendeine Szene, Zoe irgendwie im Busch, glaube ich, hat sie gerade gesagt, keine Ahnung, vielleicht so ein bisschen, ja, so beobachten, so ein bisschen auschecken, was machen die anderen? Ah, okay. Also ich freue mich jetzt schon auf Villa der Liebe, die zweite Staffel, muss ich zugeben. Ja, das wird wirklich eine coole Staffel, dadurch, dass das natürlich auch wieder eine ganz andere Location ist. Aber ich bin auch so auf die Storyline gespannt, also das macht immer sehr, sehr viel aus. Wir fangen morgens eigentlich so um 11 an ungefähr, so im Schnitt hätte ich gesagt. Und die nächste Frage ist, was für Rollen wir drei spielen? Was für eine Rolle spielst du? Hey, ich spiele einen Handwerker diese Staffel, also eine komplett neue Rolle. So, hatte keinen Bock mehr auf den Butler und dann habe ich gesagt, schreiben wir das rein. Aber ja, macht Spaß. Ja. Mal. Hast du dich nicht vorher mit falschem Namen vorgestellt? Ja, beim. Das war Hallo, ich bin Phil. Nein, du bist nicht Phil. Ah, okay. Dann bin ich halt. Ich bin. Du hattest irgendein anderes Wort noch davor benutzt. Du hast irgendwie gesagt, ich bin. Du hast auch nicht Handwerker gesagt. Ich glaub, auch ich bin, nicht? Ich glaube, du hast Gärtner oder so gesagt. Du hast, ich bin praktischerweise Phil oder sowas. So richtig komisch. Du hast irgendwas ganz Komisches gesagt. Ja, aber das ist gar kein Sinn. Gleich bei den Outtakes. Gar nicht mehr was erklärt. Auf jeden Fall. Ja. Ja, am Anfang bin ich dumm und dann... mal schauen, was passiert. Genau, gibt es so eine kleine Änderung, aber... Richtig, das Wort hat mir gefehlt. Ja. Und du? Ich spiele Lilia und ich bin eher eine... Wie nennt man das? Aufreizendere Rolle. Ah, okay. Ja. Selbstbewusst. Ja, selbstbewusst. Ja, selbstbewusst. Offen. Also eigentlich eine coole Rolle. Eigentlich eine coole Rolle. Hätte ich gesagt. Ja, ich mag meine Rolle auch. Ich finde sie cool. Natürlich, coole Rolle. Hier steht, gab es auch unangenehme Szenen für dich? Oh. Gab es für euch? Echt? Was waren so eure unangenehmen Szenen? Boah, die Arschbombe im Pool, die fand ich echt nicht geil. Mhm. Also ich musste so oft in den Pool springen und irgendwann dachte ich mir so, Alter, ich bin so nass. Das war wirklich einfach... ein YouTube-Video? Ja. Ja. Lol. Ja. Lol. Auf jeden Fall war es einfach nur nass. Vor allem alle durften draußen stehen und ich war diejenige, die in den Pool musste. Also unangenehm war das nicht, nein. Aber das war... Nass. Ich musste aufwachen und das habe ich nicht ganz gebacken bekommen. Ja, das ist halt so auch die riesen Herausforderung, einfach aufzuwachen. Ich wusste nicht, wie man aufwacht. Das ist schwer, wenn man. Wie kann man als Mensch nicht wissen, wie man aufwacht? Ich habe es halt nicht gecheckt. So, ja, spiel doch normales Aufwachen. Was macht sie? Liegt so und macht. Sie hat einfach die Augen auf. Okay, ich sag mal ganz ehrlich, ich glaube, wenn man so vielleicht noch nie irgendwas geschauspielert hat, dann denkt man so, ja, hier, wach auf. Okay, ich wach auf. Also, ja, ach Gott. Ich sag mal, darüber kann man so ein bisschen, denke ich mal, schon hinwegsehen. Aber ich glaube trotzdem, das wird, wie gesagt, ich glaube, das wird eine echt gute Staffel. Wir haben jetzt schon so ein bisschen über die Rollen erfahren. Handwerker, dann eine dumme Rolle, die eine krasse Entwicklung durchmacht. Und eine aufreizende Rolle. Also von daher, ich bin mal sehr, sehr gespannt zu,
insgesamt auf die Entwicklung schon der Charaktere und auch auf die anderen. Ulrike ist ja auf jeden Fall auch wieder mit dabei. Da bin ich sehr, sehr gespannt insgesamt noch so auf die anderen Rollen und auch auf Bachelor so insgesamt. Also, und vor allem spielt Nathan Stanley und spielt Shirin Hortensia? Das weiß ich noch nicht. Also ich denke mal schon, würde ich jetzt mal so vermuten. Keine Ahnung, wir werden es sehen. Aufgerissen. Ja, und dann muss ich sagen, dass ich meine Tage bekommen habe. Hast du dir erstmal guten Morgen sagen müssen? Doch, ist okay. Okay. Dann hast du auch guten Morgen geschrien. Genau, guten Morgen. Ich hatte, glaube ich, keine Unangenehmes. Also mir war nichts so unangenehm. Grundsätzlich oder komplett. Ich wollte gerade sagen, ist euch überhaupt irgendwas unangenehm? Also jetzt mal, for real. In den Szenen? Eigentlich. Also ja, man denkt sich schon so, was haben die sich dabei gedacht? Aber eigentlich ist es nicht so. Es ist ja wirklich alles nicht so ernst gemeint. Und deswegen, finde ich, ist es irgendwie es auch ist so offensichtlich gespielt. Ja. Ja. Dann ist hier noch eine Frage, wie ich drauf gekommen bin oder wie wir drauf gekommen sind. Wie bin wir drauf gekommen? Wie wir drauf gekommen sind, hier mitzuspielen. Also mich hat Jonas Sams angeschrieben und dich Jonas Wodke, oder? Genau. Ja. Ja. Der da. Hey, hey, hast du Lust mitzumachen? Hey Leute, könnt ihr das mal. Ist, hey, hey, ist es eine seltsame. Ja. Hey, hey. Ja, hast du Lust bei unserem super coolen Format, Wetter der Liebe mitzumachen? Also, ich hab nicht super cool geschrieben, oder? Jonas hat mir einfach eine Sprachnachricht geschickt, meinte, ja, wir drehen bald ein neues Format, also eine neue Staffel Villa der Liebe, willst du mitmachen? Ja, okay. Ich hatte fast deine Nachricht übersehen, weil du ja in meinen Anfragen warst. Ja. Und dann habe ich erstmal dieses Profilbild gesehen und da war ich so, das war dieser Babyfilter. Stimmt, das habe ich noch, ja. Ich war so, wer ist das? Ah ja, stimmt. Jonas Ems wieder der Gärtner. Ist ja aber auf jeden Fall cool, einmal Jonas Ems, aber Jonas Wodke, aber hey, hey, also... For real, wenn ich so schreibe auf WhatsApp oder, keine Ahnung, Instagram oder irgendwo, sage ich mal so mit Anrede, ich schreibe entweder Hallo oder manchmal Hallöchen, aber das ist selten, oder Moin. Hey, hey. Also ist was Neues? Ist die Begrüßung für mich des Tages. Im nächsten React um 16 Uhr begrüße ich euch alle mit Hey, hey. Safe Call. Ich werde mir das notieren, damit ich es ja nicht vergesse. Ist der Gärtner? Ja. Ist der Gärtner? Ist der Gärtner? Du hast das Drehbuch besser gelesen als ich? Ja, er ist Gärtner. Er ist Gärtner. Okay. Er hat tatsächlich seine YouTube-Karriere jetzt auch an den Nagel gehängt und arbeitet jetzt auch nur noch als Gärtner weiter. Nur noch hier bleibt. Ja. Und ist auch in Ordnung. Also macht ja Spaß. Ja. Ich habe schon gesagt, wir zwei verbringen zu viel Zeit mit Nathan, weil wir anfangen genauso wie Nathan und Marvin zu reden. Das stimmt. Das ist aber gruselig. Das ist echt gruselig, weil jedes Mal, wenn Nathan irgendwas sagt, das ist immer so... Fuck. Ja, das ist so wack. Man hört das auch teilweise schon im Kopf so. Das ich auch. Also es ist, es ist heftig. Reden wir arg schlimm, wenn wir lange mit ihm waren? Ja, ne? Wir reden genauso. Ich rede schon so. Schon. Ja, aber mir ist auch schon mal passiert. Das ein oder andere Wort habe ich dann auch schon mal so ausgebrochen. Ja, weil halt auch einfach seit so vielen Staffeln dabei ist. Das ist so dumm. So dumm. Das ist so dumm. So dumm. Stupid. Grüße gehen raus, Nathan. Wir dürfen nicht mehr so viel mit dir machen. Ja. Hier steht noch eine Frage. Seid ihr zufrieden mit der Rolle? Bist du zufrieden mit deiner selbstgeschriebenen Rolle? Ja, ist okay. Also kann man mal machen. So ein Handwerker ist in Ordnung. Okay, ja. Ist okay. Ja, ja, nö, ich bin auch zufrieden mit meiner Rolle. Ist cool. Ja, seid ihr zufrieden? Ja. Am Anfang dachte ich so, es kommt jetzt nicht dumm, wenn ich so dumm bin. So, kommt es nicht dumm, wenn ich so dumm bin? Nein, kommt es nicht. Kommt es vielleicht dumm, wenn ich irgendwie so dumm bin? Weil das Ding ist, manche Menschen verstehen ja nicht, dass das wirklich nur eine Rolle ist. Mhm. Ja, und ich, das verstehe ich, das kann ich aber gar nicht nachvollziehen, warum manche Leute das nicht checken. Ja, ich auch nicht. Aber es gibt halt wirklich Leute, die ja denken, dass du genauso bist wie in der Rolle. Leider. Und da war ich am Anfang so, komm, das ist ein bisschen blöd, wenn ich dumm bin, wie gesagt. Aber ich kann dann was anderes von dir denken. Weil ich hab's mich super. Nice, du hast ein gutes Image. So. Habe ich eigentlich echt, aber... Hast du wirklich? Und eigentlich spiele ich diese Rolle. Ja, eigentlich ist es ganz anders. Also ich würde sagen, das war's jetzt hier mit unserem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Schaut bei den beiden vorbei. Sein YouTube-Kanal ist auch unten verlinkt und dein Video auch. Sympathisch ist nett. Ja, sympathisch ist nett. Sympathisch ist nett. Das ist so dumm, wenn man dumm ist. Ja. Hey, ist es eigentlich dumm, wenn man so dumm ist? Danke, das war's. Tschüss. Bis dann, ciao. Tschüss. Gutes Video, wirklich cooles Video. Haben schon so ein bisschen erfahren, also wie es bei Villa der Liebe laufen wird. Von daher, ich bin sehr, sehr gespannt, wenn dann natürlich die zweite Staffel kommt. Ey, ohne Witz, würde man nicht denken, dass das Peyton ist. Und so dieses Bild sehen, so ganz weit weg,
könnte man, ohne Witz, also for real, könnte man theoretisch stecken, das wäre Julia Beautics. Also, wirklich jetzt. Also würde man jetzt nicht wissen, dass das Peyton ist, ein Video von Peyton, könnte man es denken, so ein bisschen, ich sag nicht komplett, so ein bisschen. Nun gut, das war's dann auch mit diesem Video. Das Video ist natürlich oben in der Beschreibung verlinkt, checkt es aus und lasst dort eine Bewertung da. Auch ich würde mich natürlich sehr über eine Bewertung freuen, von daher lasst doch sehr gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr mich noch nicht abonniert haben solltet, kostenlos. Aktiviert dann auch die Glocke, damit ihr immer zu meinen Videos benachrichtigt werdet. Bald kommt ein neues Video um 16 Uhr für euch. Von daher checkt es aus. Ihr wisst jetzt schon, wie ich euch da begrüße. Das ist für mich jetzt schon die Begrüßung des Tages. Vielleicht mache ich das sogar bei Chris Klassenfahrt. Gut, von daher freut euch auf die neuen Videos, die noch heute kommen. Und mir wird nur noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, liebe Fußballfreunde und Community. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und tschüss.